Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Judy und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr auch schon im Thumbnail und Titel wahrscheinlich sehen konntet, meine Schminksammlung und Aufbewahrung. Mir ist bewusst, dass ich durchaus mehr habe als der Durchschnittsmensch. Ist aber auch irgendwie klar, wenn man sich da für Make-up interessiert und da ganz viele Looks mit schminkt regelmäßig und auch bunte und krasse Looks, dann sieht die natürlich ein bisschen anders aus als von einem Durchschnittsmenschen. Das Video soll euch aber natürlich primär als Inspiration dienen, wie ihr euer Make-up aufbewahren könnt und eventuell auch so ein bisschen als Inspiration, was ich gut finde. Falls euch das interessiert, bleibt unbedingt dran. Drückt auch gerne den Abonnieren-Button, falls euch interessiert, was ich denn mit dem Make-up dann überhaupt alles so schminke. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Das ist jetzt erstmal so der grobe Überblick über die Möbel, die ich habe. Im Hintergrund habe ich das ganz bekannte Alex-Regal stehen und hier im Vordergrund den Malm-Schminktisch. Die kennt ihr sicherlich alle von Ikea, die habt ihr schon zuhauf gesehen. Ist nichts Besonderes mehr. Ich habe hier allerdings den großen Alex-Schrank stehen mit den neuen Schubladen. Denn die Schubladen hier sind ein bisschen kürzer und der gesamte Schrank daher auch. Der große hätte nicht hingepasst, ich würde die Schubladen nicht mehr aufbekommen. Ich würde sagen, wir fangen beim Alex-Regal an und gehen da einfach mal Schublade für Schublade durch. Schublade für Schublade war doch so ein bisschen Fake News, denn im oberen habe ich Nagellack drin, da ist noch mehr Nagellack drin. Beziehungsweise da ist das Zubehör für den Nagellack drin. Hier habe ich Special Effect Make-up drin, alles was ich so dafür brauche. Und darunter sind noch meine Face-Painting-Farben. Die würde ich daher nicht zur normalen Make-up-Sammlung zählen und kann ich euch gerne auch nochmal in einem separaten Video zeigen. Deswegen starten wir in der Schublade darunter. Das ist nämlich meine Wimpern-, Pigmente- und Glitzer-Schublade. Ja, wie gesagt, Wimpern, Glitzer und Pigmente. Ich habe die so ein bisschen so eingesortiert, dass die sich hier alle gegenseitig aneinander abstützen und dementsprechend dann nicht rausrutschen. Hier ist erstmal meine ganze Kollektion an Wicked Lashes von NYX. Die habe ich ja im Rahmen der Face Awards im Paket bekommen. Ich kann euch das Video auch gerne nochmal verlinken. Also da ist jede mögliche denkbare Wimpernstil mit dabei. Dann hier hinter habe ich so ein paar Wimpern von Misslyn, die wurden mir mal zugeschickt. Sind auch ganz normale Wimpern zum Kleben. Dahinter habe ich dann noch die Wimpern aus der Hattie-Kollektion. Ich habe mir beide damals gekauft. Ich muss ehrlich sagen, ich vermeide so ein bisschen die zu benutzen, weil ich immer mich nicht traue, weil ich denke, oh nein, die waren limitiert und dann sind sie kaputt irgendwann. Ja, Schande über mich. Bringt mir ja auch nichts, ne? Und dazwischen versteckt sich noch ein paar BH Cosmetics Wimpern, das ich auch irgendwie noch nicht ausprobiert habe. Die Gelegenheit war irgendwie noch nicht. So, dann habe ich hier ein random Paket Amazon-Wimpern. Das sind auch Magnetwimpern. Die sind so ein bisschen anders als die Magnetwimpern, die ich jetzt hier von MAC Lashes habe. Da sie drei Magnete haben und jeweils mit einzelnen Magneten und auch einem Bändchen fixiert werden könnten. Damit bin ich eigentlich recht gut klargekommen. Dann habe ich letztens auf Instagram ein Paket Adele-Wimpern gewonnen. Das war zum Launch der Foaming-Reihe. Und zwar ist da zum einen die Foaming-Mascara dabei mit einem paar Foaming-Wimpern. Und noch zwei weitere Paar, nee, sogar drei. Alle aus der Foaming-Reihe. Eines ist davon so ein bisschen 3D, also in mehreren Schichten. Und die anderen sind einmal etwas natürlicher und einmal etwas dichter. Habe ich aber noch keine Zeit gefunden, die auszuprobieren. Auf den ersten Blick sehen die aber echt gut aus. Dazwischen verstecken sich noch zwei Pakete Primark-Wimpern. Ich finde für den Preis, also ich habe die hier so ein bisschen umgeknickt, dass die nicht so viel Platz wegnehmen. Ich finde für den Preis können die sich echt sehen lassen. Haben aber fast ihr Leben auch schon, ja, erfüllt. Die kommen aber auch bald weg. Dann haben wir hier meine beiden MAC Lashes und zwar einmal die Beauty Nummer 2 und die Variante Berry. Die Beauty Nummer 2 sind so ein bisschen ja, federförmiger, außen länger als innen. Und die Berries sind insgesamt so ein bisschen kürzer. Sind beides 3D-Wimpern, würde ich behaupten, weil die wirklich mehrreihig ausgeführt sind. Die Anbringung ist nochmal ein Thema für sich und sicherlich ein eigenes Video nochmal wert. Hier habe ich dann nochmal so ein paar Random-Wimpern, das sind so ein paar Faschingswimpern, wo Federn dran sind. Die habe ich zum Beispiel benutzt für meine Face Awards-Bewerbung letztes Jahr. Dann sind hier noch generell einfach einige Wimpern mit Federn drin, in verschiedenen Farben. Und so ein paar Essence-Einzelwimpern, nochmal so ein paar Riffle-to-Loop-Wimpern, nichts Besonderes, Art Deco-Magnet-Wimpern. Die habe ich bis jetzt ehrlich gesagt nicht geschafft anzubringen, weil das nur mit langen Bändchen oben und unten sind. Komme ich gar nicht mit klar, ehrlich gesagt. Aber vielleicht werde ich die mit den Einzelmagneten nochmal ausprobieren. Vielleicht ist da einer dabei, der richtig rumgepolt ist. Ja, und nochmal irgendwelche günstigen Wimpern. Die habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nicht benutzt.
Dann, weil ich das Glitzer und die Pigmente nicht allzu oft benutze, habe ich die hier hinten in so einer Packung drin. An die Glitzer komme ich auch relativ gut so ran. An die Pigmente nicht, einfach weil ich sie nicht so oft brauche. Deswegen räume ich jetzt mal kurz aus, dass ich die Schachtel nach vorne ziehen kann und euch zeigen kann, was da noch so drin ist. So, in der Schachtel sind dann so ein paar Demi-Wispies drin, die ich aber auch bald mal neu bestellen müsste, weil die schon so ein bisschen, ja, älter sind, ehrlich gesagt. Dann sind hier Stick-on-Gems drin, die ich mal bei Primark gefunden habe. Noch mehr Adele-Wimpern. Die benutze ich allerdings kaum noch, weil sie sehr, sehr, sehr schlicht sind. Mit denen habe ich aber damals angefangen, Wimpern zu kleben. Das war so das erste Paar, mit denen ich das geübt habe. Dann ist hier drin mein biologisch abbaubarer Glitzer von Project Glitter. Das ist eine Marke aus Berlin, die biologisch abbaubaren Glitzer machen. Finde ich ganz geil. Müsste mal auf deren Homepage gucken. Die haben verschiedene Farben. Das war jetzt so eine Weihnachtskollektion, die ich auch auf Instagram im Gewinnspiel gewonnen habe. Dann war hier mal so eine Festival Mood Face Gems bei Rossmann im Angebot. Ein Duo-Kleber ist hier noch drin aus dem Adele-Gewinnspiel. Und dann haben wir meine ganzen Glitzer und Kleber freigelegt. Ich habe einmal den Glitter Primer von NYX und den Pigment Primer. Ehrlich gesagt habe ich keinen Unterschied bis jetzt festgestellt. Daher würde ich eigentlich immer wieder den Glitter Primer benutzen, ehrlich gesagt. Ich habe die komplette Kollektion Glitzer von NYX noch nicht alle benutzt, aber die, die ich benutzt habe, liebe ich alle sehr. Und bei den Pigmenten, die habe ich eigentlich alle aus den Face Awards bekommen. Und ja, ich habe mir selber gesagt, ich verschenke so viele, bis die reinpassen in diese Box in einer Ebene. Und deswegen sind da jetzt noch diese Farben übrig und ja, ich hatte ursprünglich, glaube ich, fast alle. Dann sind hier noch einzelne Glitzer drin von Push Art. Die habe ich mal bei der Bestellung von Body Paints dazu bekommen. Zwei einzelne Essence-Glitzer und noch so ein paar lose benutzte, die ich dann nochmal wieder benutzen kann. So, ich räume mal eben die Schublade wieder ein und dann gucken wir uns die nächste an. Weiter geht's mit der nächsten Schublade. Die da wäre Lippenprodukte. Und für die Lippenprodukte habe ich das so gemacht. Ich habe mir im Idee im Bastelladen so eine Foamboards gekauft und habe mir da diese Aufbewahrung, die weiße, selber gebastelt. Es gibt ja theoretisch auch diese Tidy-Ups, die waren aber so teuer, dass ich mir dachte, ich mache es lieber selber als Foamboard. Und ich finde, es erfüllt seinen Zweck und ja, sieht eigentlich auch sehr gut und ordentlich aus. Von daher bin ich da sehr zufrieden mit. Jetzt fallen sie auf jeden Fall nicht mehr um. Hier ganz vorne sind Powder Puff Lippies von NYX. Die sind ganz cool, weil die so matt werden und super natürlich aussehen, wenn man die ausblendet. Finde ich echt cool. Dann habe ich hier die Kollektion von Hatties Lipsticks mit Love, alle vier. Und aus dem Face Awards Paket zwei Glitter Gold Lippies behalten. Einmal Cherry Quartz, der von Rot ins Pink geht, und Crystal Crush Rot-Gold, der ist echt cool. Und dann sind hier noch zwei einzelne Slip Tees Glosse und Echo Park Gloss von Colourpop. Als nächstes ist hier die Liquid Suede Kollektion von NYX, auch sehr viele Farben. Ich denke, das ist zu, ja, blöd, die jetzt alle einzeln durchzugehen. Die Textur mag ich gerne für Looks auf Instagram. Ich mag die nicht so gerne im Alltag tragen, weil die bei mir nicht ganz durchtrocknen und dann immer verschmieren. Ich finde aber, die hat auf jeden Fall ganz coole Farben. So ein Neon-Orange ist da mit dabei, ein knalliges Lila, Rot. Also, die gefallen mir wirklich gut. Und ein Schwarz ist übrigens auch dabei. Farbe Alien. Habe ich ewig gewartet, bis ich den mal hatte. Aber macht echt was her auf Looks. Dann die Lingerie-Reihe von NYX. Die fand ich eine Zeit lang ultra cool. Ist aber ein super matt trocknender Liquid Lipstick. Dementsprechend braucht man da wirklich gut gepflegte Lippen für, dass das nicht komplett austrocknet aussieht. Mittlerweile trage ich die nicht mehr allzu gerne. Dann ist hier ein einzelner verlorener Jeffree Star Lipstick in der Farbe Masochist. So ein geiles Pink-Rot. Sieht aber auf den Lippen fast nur rot aus. Eigentlich ganz cool. Dann habe ich hier Lingerie Push-Up Lippenstifte von NYX. Einmal in, ja, einer etwas gedämpfteren Farbe und einmal in so einer Chili-Rot-Farbe. Die finde ich ganz geil. Ich habe die Lip Liner, die dazu passen, immer so dazu gesteckt, sodass sie, ja, beisammen sind. Ein einzelner von Revelle de Loupe. Dann ist hier noch ein Sleek Lip Plumping Stift mit drin. Und ein Clear Gloss von Catrice. Das war mal in der LE drin, glaube ich. Und dann habe ich hier noch so ein paar Lip Liner, alle aus der NYX Matte Lip Liner Reihe. Auf verschiedene Farben. Brauche ich aber theoretisch auch nicht allzu oft. Dann in der Reihe dahinter, in der kleineren Reihe, meine absolute Lieblingstextur für Lippenstifte. Und zwar die Soft Matte Lip Cream von NYX. Meine Alltagsfarben sind so die Farbe Stockholm, London
und Abu Dhabi. Ihr denkt jetzt sicherlich, die sind gleich. Sind sie aber nicht. Die haben andere Untertöne. Der ist ein bisschen rosa, der ist ein bisschen hellbräunlicher und der geht so ein bisschen ins Peachfarben. Also die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Dahinter habe ich nochmal welche in der schimmernden Textur. In der Matte Metallic heißen die, glaube ich. Da hinten sind noch Backups von den allerliebsten von Stockholm und Abu Dhabi. Dann habe ich hier ein Lipgloss von BH Cosmetics. Matte Lippenstifte von The Body Shop, die ich irgendwie mal öfter benutzen sollte, weil die Textur echt cool ist. Dann da hinten etwas verloren, 3 MAC Lippenstifte. Benutze ich aber auch nicht so oft, ehrlich gesagt. Dann Sleek Matte Me, auch eine richtig coole Textur, ähnlich zu Soft Matte Lip Cream, vielleicht ein bisschen trockener. Dann sind hier Lip Tints von BU drin, die man sich so aufträgt und dann trocknen die so ein. Und dann kann man das Gel abziehen und die Lippen bleiben verfärbt. Ist auch ein richtig cooles Prinzip. Einzelne von Make-Up Factory, dann habe ich noch 2 Lippenstifte von Hypoallergenic. Und so ein bisschen random Zeug, da sind auch ein paar Lipliner von irgendwelchen zusammengeschmissenen Marken. Da ist ein Kiko Lippenstift mit drin, da sind Art Deco Lippenstifte. Einfach die, die ich nicht so oft benutze. Ich benutze wirklich oft diese, ja, mit Applikator. Normale Lippenstifte trage ich gar nicht so gerne. Im hinteren Bereich der Schublade verstecken sich noch Lippenstifte von Kat Von D. Mag ich auch sehr gerne von der Textur und ja, vegan, cruelty free, ne, ist halt unschlagbar cool. Von denen habe ich 2 etwas alltagstauglichere Farben, Lolita und Lolita 2 und noch einen knallroten. Die sind allerdings zu lang. Wenn ich die so rum reinstelle, geht die Schublade nicht mehr zu. Mega ärgerlich. Deswegen liegen die da hinten mit drin. Und hinten in der Mitte, man kann es so ein bisschen erahnen, sind einige Farben der Vivid Brights Liquid Eyeliner, weil ich keinen anderen Platz hatte, wo ich sie hinpacken kann. Deswegen sind die da hinten mit drin gelandet. Ganz hinten sind noch Jumbo Eye Pencil Backups, aber sonst gibt es da eigentlich nichts mehr zu sagen. Also, nächste Schublade. In der Schublade sind meine Lidschattenpaletten drin. Ich habe mich entschieden, die aufzustellen, dass ich sie vom Schminktisch aus besser sehen kann und ein bisschen reingucken kann. Habe die auch nach Größe sortiert. Hinten sind die ganz breit, nach vorne werden sie schmaler. Und die, die gar nicht mehr reinpassen, liegen hier an der Seite. Hier sind von BH Cosmetics die 1991 von Alicia Marie. Dann habe ich die Born to Run von Urban Decay. Eine Mrs. Bella Palette. Die NYX Highlight in Contour Pro Palette. Dann geht es weiter mit der Thirsty von Jeffree Star. 2, auf die ich unglaublich stolz bin. Die Natasha Denona Sunset Palette. Und die Gold Palette. Die Qualität ist wirklich richtig, richtig gut. Ich finde die super. Mit der Gold habe ich auch schon mal einen Look geschminkt. Den kann ich euch auch gerne oben hier auf dem i verlinken. Dann habe ich die Marvin Magnificent Palette, die 2. Habe ich allerdings noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Dann von Huda Beauty die allererste Textured Shadows Palette, die Rosewood Edition. Natürlich auch von Hatice Schmidt die Eyeshadow Palette. Dann habe ich von Nabla die Soul Blooming Palette. Finde ich auch super, super cool. Auch vegan, cruelty free. Genauso vegan, cruelty free ist Lethal Cosmetics, die ja jetzt mit Jolina Menon ihre Kollektion rausbringen. Da bin ich auch schon richtig hyped drauf. Das ist aber die The Hive Kollektion, die ich hier habe. Dann aus der Zodiac Kollektion von BH Cosmetics habe ich mir die Taurus Palette für mein eigenes Sternzeichen gekauft. Natürlich habe ich auch die Ultimate Palette von NYX. Ich meine, für farbenfrohe Looks kennt die eigentlich jeder, der solche Looks gerne schminkt. Dann die Emerald Obsessions von Huda Beauty, weil ich finde, dass ich generell zu wenig Grün hatte. Dann ist hier noch eine Fallplay-Palette von NYX. Und die Ultimate Edit-Palette. Die ist ultra geil, noch viel besser pigmentiert als die Ultimate Shadows. Damit habe ich super viele bunte Looks auch schon geschminkt. Damit bin ich sehr zufrieden. Dann die Off-Tropic-Paletten von NYX. Ich glaube, das war eine Limited Edition, die kriegt man so gar nicht mehr. Und hier ganz vorne noch die Glitter Goals Palette, die ehrlich gesagt viele irgendwie falsch benutzen. Die sagen, die ist nicht pigmentiert. Dabei muss man die nur wissen, wie man die benutzt und dann finde ich die richtig geil. Viel besser als loses Glitzer, weil das nämlich nicht überall rumfliegt. Von den Paletten, die nicht mehr reingepasst haben, hier vorne habe ich hier hinten noch random Drogerie Paletten. Einmal eine Rainbow Shimmer Eyeshadow Palette von Rival de Loup. Die sollte ja so ein Dupe sein zum Glow Kit von Anastasia Beverly Hills. Und eine einzelne Make-Up Factory Palette. Und hier vorne habe ich dann noch die Jawbreaker Palette von Jeffree Star. Eine meiner allerersten bunten Paletten und zwar die Club Tropicana von BH Cosmetics. Und von Jeffree Star die Alien Palette. Finde ich auch super geil, dass ich die letztens noch in einem Insta-Sale bekommen habe. Die ist nämlich eigentlich schon
ja, retired. Die gibt es nicht mehr zu kaufen, leider. Ich packe das jetzt erstmal wieder ein und dann geht's mit der nächsten Schublade weiter. Nach der Schublade kommt in dem Alex-Schrank eigentlich nichts Relevantes mehr. Ich habe noch eine mit Random Tools. Da sind so ein paar Make-up-Taschen, die ich für Reisen benutze und so ein paar Pinseltaschen von dem BH Cosmetics Set zum Beispiel. Dann ist da ein Pinselset, das ich auf Amazon mal gekauft habe, um Face-Paintings damit zu machen. Da sind sehr viele von diesen flachen Pinseln drin, die sich für Face-Paintings eben super eignen. Hier vorne ist noch meine automatische Pinselreinigung. Die kennt ihr bestimmt, die man so in dieser Schüssel dreht. Und ganz unten ist noch mehr random Stuff. Und zwar sind da so ein paar Haarreifen drin, um die Haare nach hinten zu machen. Dann diese Katzenhaarbändchen, die kennt ihr sicherlich auch. Und so ein paar Blumenhaarbänder, um so ein paar Fotos zu machen für Insta. Nichts Besonderes also. Achso, hier vielleicht noch ganz interessant. Hier sind meine Perücken-Wig-Caps mit drin, um die Haare nach hinten zu machen. Ja, ist ganz hilfreich. Aber auch Perückensammlung wäre ein eigenes Video für sich, definitiv. Ja, von daher können wir jetzt eigentlich mit dem meinem Schminktisch weitermachen. So, bei meinem Schminktisch arbeite ich mich mal von rechts nach links vor, denn das ist so ein bisschen von Base zu den anderen Produkten, die man so in seinem Gesicht benutzt. Hier vorne habe ich so ein paar Ordinary Foundations und generell Foundations, die noch im Karton drin sind, damit die nicht so durch die Gegend wabbeln, wenn die Schublade auf und zu geht. Dann habe ich hier Fixing Sprays oben drauf liegen, eine Liquid Coverage Foundation von Catrice. Darunter sind Cat Stop Won't Stop Foundations von NYX, auch aus dem Face Awards Paket. Die eine habe ich letztens benutzt, um Sommersprossen zu machen. Meine absolute Lieblingsfoundation, die Revlon Color Stay, ist allerdings schon fast leer. Mal gucken, ob ich mir dann eine neue kaufe. Dann eine, die ich nicht neu kaufen würde, von Mary Kay. Noch eine Revlon Foundation, ist eigentlich dieselbe in einer anderen Farbe, die ist ein bisschen heller. Das ist jetzt hier meine Farbe, die ich normalerweise jetzt benutze. Dann sind hier noch Everybody Glow Highlighter Drops von NYX, Foundation Mixer Drops, um meine Foundation heller und dunkler zu machen, je nachdem wie ich es brauche. Noch ein Setting Spray von Essence und ein Real Techniques Schwamm, sowie der Pinselreiniger von NYX. Und da geht's weiter mit Primern. Da habe ich auch diverse, so ein bisschen von Makeup Factory. Dann sind welche von Catrice drin, von NYX. Da ist noch ein Benefit Professional. Und ja, aber auch generell nichts Besonderes. Weiter geht's mit diesen IKEA-Schubladen-Aufbewahrungselementen. Ich glaube, die sind aus der Küchenabteilung. Wie die genau heißen, kann ich euch jetzt gerade gar nicht sagen. Dann habe ich hier rechts meine ganzen Concealer. Einige Can't Stop Won't Stop Concealer von NYX. Einfach auch wieder, weil die aus dem Face Awards Paket sind. Das hier vorne sind so die, die ich täglich benutze. Catrice Concealer. Dann für Looks benutze ich oft den Radiant Creamy Concealer von NARS. Und den Kat Von D Concealer in der Farbe Weiß, falls ich mal einen benutzen möchte, der eigentlich ein Tucken zu dunkel ist. Oder den benutze ich auch gerne als Lidschattenbase. Dann ist hier noch eine Camouflage Cream von Catrice drin zum Color Correcten. Ja, dann haben wir hier vorne meine Mascara- und Wimpernkleberschublade. Und Wimpernzangen, wie man hier sehen kann. Eine von NYX, eine von Rossmann, glaube ich. Meine momentanen Mascaras liegen hier oben. Das ist die Worth the Hype Mascara von NYX und die The 40s Push-Up Drama von Maybelline. Ich versuche nicht allzu viele gleichzeitig offen zu haben. Darunter sind noch einige neue, unter anderem auch bunte von NYX. Aber ich möchte die so nach und nach aufbrauchen. Deswegen mache ich immer nur zwei auf maximal zur selben Zeit. Holy Grail Wimpernkleber, definitiv von Eskido. Falls ihr davon noch gar nichts gehört habt, guckt ihr offensichtlich nicht Jolina Men, denn die hat den empfohlen mal in einem ihrer Videos. Oh, der ist so gut, der klebt so viel besser als der Duo-Kleber. Richtig, richtig gut. Dann im Hintergrund seht ihr so ein paar Eyeliner. Da sind relativ viele von NYX auch wieder drin. Unter anderem der Epic Ink Liner, das ist so ein sehr guter. Und ja, von Essence ist ja auch einer noch. Und ich habe hier auch noch so ein paar Glitter Golds Eyeliner von NYX. Und ja, benutze ich aber eigentlich nicht allzu oft wegen der Schlupflider. Hauptsächlich auch wieder für Instagram und YouTube. Dann rutschen wir ein Stück weiter Richtung Augenbrauenfach. Und zwar sind hier eigentlich auch so die All-Day-Produkte ganz oben dran. Von Alverde das transparente Augenbrauen- und Wimperngel. Und dann benutze ich die Tame & Frame Brown Pomade täglich in Brunette. Da sind noch eine Farbe dunkler in Espresso und eine Farbe heller in Blonde drin. Und einige Produkte, die ich mir mal gekauft habe, mit denen ich aber nicht so gut klarkomme. Unter anderem der Long Lasting Brow Definer, den Micro Brow Pencil und noch so ein Stift. Dann ist von Essence ganz unten noch ein Augenbrauenpuder mit drin.
Aber ja, damit komme ich einfach nicht so gut klar. Ich bin damit nicht so schnell und präzise wie mit der Pomade. Von daher benutze ich die jetzt nur noch täglich. Dann ist hier drin eine ganze Reihe an NYX Suede Lippenstiften. Wie ich schon gesagt habe, benutze ich solche Lippenstifte gar nicht so gerne. Und blöderweise sind die zu dick für die Aufbewahrung, die ich gewastet habe. Deswegen mussten die jetzt in dem Fach landen. Passt aber auch ganz gut, denn es passen alle rein. Dann ist hier ein Fach, in dem noch Tools drin sind. Ich habe hier meine Beauty Sponges drin, die ich zum Teil auch mal wieder waschen sollte. Wobei, der ist frisch gewaschen. Ich kriege ihn nicht mehr sauber. Dann sind ein paar kleine noch drin von Ebeline und ja, von Real Techniques eben. Und dahinter sind meine Bronzer. Ich habe hier unter anderem den Bahama Mama von The Balm. Dann den Take Home The Bronze in der Farbe Oliver, der fast ein Dupe ist eigentlich zum Heidi G. Schmidt Bronzer. Ich weiß gar nicht, warum da niemand drüber gesprochen hat bis jetzt, aber seht ihr, was ich meine? Ähnlich aschig, genauso matt, gleicher Unterton. Für mich funktioniert der mindestens genauso gut. Den kann man nämlich auch aufbauen, so wie den. Und wenn der leer ist, werde ich den definitiv nur noch nachkaufen, weil, ja, den gibt es halt noch. Dann ist hier noch ein Alter drin von P2. Dann können wir noch mal ein Stück weiter zu den nächsten Fächern. Mein Puderfach. Hier ist noch so ein Glow-Puder von Art Deco. Hier ist auch Rouge mit drin, weil ich generell nicht so viel Rouge habe. Dann habe ich hier eine Puder-Foundation von NYX, die Stay Matte But Not Flat. Das Studio Photogenic Finishing Powder, das ist richtig, richtig geil von der Textur. Das ist halt reines, was ist es? Reines Silikapuder, das ist relativ selten und ja, ich finde, es funktioniert mega gut. Macht eine richtig geile Haut, richtig geiles Finish. Unten drunter ist meine Blush to Go Palette von BH Cosmetics, weil die Aufrechter leider nicht reingepasst hat, weil die Schublade dann nicht mehr zugeht. Und habe ich hier noch Single Blushes von NYX, von der HD Blush Reihe. Ganz hinten ist hier noch ein Konturton, den ich aber noch nicht aufgemacht habe, weil ich ja die Palette noch habe. Deswegen ist momentan der Bedarf nicht da. Hier hinten ist meine Highlighter-Schublade. Hier rechts sind die, ja, ich sag mal, feuchten Texturen. Ich habe hier den Illuminating Stick von Art Deco. Dann habe ich den Shimmering Skin Perfector Liquid in der Farbe Rose Gold. Das ist eine Probegröße. Dann Wavy Glow Highlighter von NYX, einen relativ weißen und einen goldenen. Dann den Wavy Glow Highlighter in Puderform. Dann habe ich den MAC Shimmering Skin Perfector in der Farbe Lightscapade, auch einer meiner liebsten Highlighter. Noch einen von Revolution, die können sich ehrlich gesagt auch sehen lassen. Da gibt es auch einen goldenen zu, das ist jetzt der rosane, weil ich habe genug goldene Highlighter. Dann ist hier noch der The Bit Jelly Highlighter von NYX, auch so ein bisschen Gold-Champagner-Ton. Und mein momentaner Holy Grail, der Mary Luminizer von The Balm. Richtig geil, kann ich sehr empfehlen, der Glow ist wunderschön. Ja, und in der allerletzten Schublade sind noch random Kajalstifte drin. Warum random, zeige ich euch gleich, wenn wir den Blick auf den Schminktisch wagen. Eyeshadow Bases in Dunkel und in Cremefarben von Art Deco und Make-up Factory ist hier noch eine drin. Dann sind hier ein paar Single-Lidschatten drin von Kiko, unter anderem Weiß und Schwarz. Das sind so die Standarddinger, die ich normalerweise immer benutze, wenn ich sage, dass ich Single-Lidschatten benutze. Das wäre es soweit für die Schublade und dann gucken wir uns jetzt an, was auf dem Schminktisch draufsteht. Auf dem Schminktisch drauf habe ich, wie es sich eigentlich für jeden Schminktisch gehört, Wattestäbchen, dann eine Packung Kosmetiktücher und natürlich einen Spiegel. Unten liegen noch ein paar Ohrringe drin, damit ich mal ein bisschen tauschen kann. Zu den Sachen links. Das sind so meine gesamten Tools und Kajalstifte. Hier unten habe ich so einen Quick and Easy Brush Cleanser, damit ich puderförmige Texturen sofort rauskriege. Und dann kann ich den Pinsel gleich nochmal benutzen für eine andere Farbe, die ähnlich ist in der Farbe. Dann habe ich das All-Nighter Setting Spray hier immer draußen stehen und meine Kajalsammlung, auch eigentlich hauptsächlich aus dem NYX-Paket. Zwar habe ich hier ganz viele Jumbo-Eye-Pencils, dann sind hier metallische Eyeliner, dann sind hier Faux Blacks und Faux Whites, sehr dunkle Farben, die schwarz ähneln, aber eben nicht schwarz sind und sehr helle Farben, die weiß ähneln, aber eben nicht weiß sind. So, das sind eigentlich so die Jumbo-Eye-Pencils und Kajals und wie auch immer, die ich so hauptsächlich benutze. Und in der Reihe dahinter stehen Pinsel. Hier sind so ein paar random Face-Brushes, so ein paar von zur Eva einzeln. Da sind aber auch ganz viele Ebeline-Pinsel mit dabei. Dann hier links auf der Seite mischen sich so ein bisschen kleine Augenblender-Pinsel von, ja, BH Cosmetics sind hier so ein paar drin. Dann sind hier von NYX welche drin. Aber genauso sind hier meine Essence-Augenbrauen-Pinsel drin. Eigentlich Eyeliner-Brushes, aber die besten für Augenbrauen.
Und so ein paar Facepainting-Pinsel, unter anderem diese ganz kleinen hier aus dem Malerbedarf und etwas größere noch. Und ganz wichtig noch meine Pinzette, die ich natürlich zum Wimpernkleben brauche. Ganz hinten sind noch drei Pinselsets von BH Cosmetics gemischt. Und zwar zum einen das Marvin-Pinselset, dann ist hier das Eye-Pinselset von BH Cosmetics und dann von BH Cosmetics noch das Lavish Elegance-Pinselset. Ehrlich gesagt bin ich hier mit der Pinselaufbewahrung noch nicht ganz zufrieden. Da muss ich mal gucken, ob ich irgendwie was finde, was so aus einem Guss kommt, sodass es ein bisschen harmonischer aussieht. An sich ist Dutzend Zweck, von daher passt das auch momentan so, wie es ist. Ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen und so ein bisschen Inspiration gegeben, wie ihr euer Make-up aufbewahren könnt. Falls das der Fall ist, wie immer, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Hier unten rechts könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, falls ihr sehen wollt, was ich mit diesen ganzen Sachen so schminke. Außerdem verlinke ich euch hier oben rechts noch eins meiner Videos, sodass ihr auch jetzt sofort weiterschauen könnt. Ich hoffe sehr, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss!